Unser kurzer Besuch in Toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Herrliche Zeit, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Halt, wir haben noch einen Eintrag. Den lese ich jetzt erstmal vor. Na? Sobald meine Maus nicht mehr... Na? Echos, Eintrag 2. Die rote Linie ist einer der größten und stärksten Staaten in der Metro und besetzt fast eine ganze Linie. Doch solange ich mich erinnern kann, haben die Roten immer gepredigt, dass es ihr Ziel ist, der gesamten Metro den Kommunismus zu bringen, einen zerstörten Staat wieder aufzubauen, der auf den Idealen von Gleichheit und Gerechtigkeit basierte. Das Problem ist, dass sich die unabhängigen Stationen so gut es geht von der roten Linie fernhalten. Das bedeutet, dass eine Wiederherstellung nicht ohne Konflikte möglich ist. Ja, die Roten sind keine Engel, aber was die Faschisten machen, das ist regelrechter Horror. Und ich bin froh, einen Verbündeten wie Pavel zu haben, selbst wenn er rot ist. Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere Trupps. Mindestens. Und jetzt? Geht ihr nicht? Wir müssen erst die Männer zusammentrommeln. Warten wir auf die Jungs? Die sind unterwegs. Und dann machen wir den Wichser die Hölle heiß. Und wir sind am Theater angelangt. Du bist in Ordnung. Komm rein. Danke. Es ist meine Größe. Die neue Normen besagen, dass ich 2 Zentimeter zu klein bin. Was passiert wohl, wenn die uns hier finden? Keine Sorge, niemand verfolgt dich. Und überhaupt, 2 Zentimeter sind nicht viel. Für dich vielleicht nicht. Du kannst zur Armee gehen und wieder ein Bürger sein. Aber deine Angehörigen werden gehängt. Scheiße, ich gehe wirklich zur Armee, wenn du nicht aufhörst. Und wie ich gesagt habe, die Frau hat kurze Haare. Sind unsere Leute aus dem ersten Zug schon reingelassen worden? Sie warten noch. Die machen unserem Chef die Hölle heiß. Er kann aber nicht viel daran ändern. Könnt ihr uns vielleicht schon reinlassen, während die diskutieren? Nein, können wir nicht. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Wenigstens die Kinder? Und die Älteren hier lassen? Nein, ihr wartet besser dort. Aber die erste Gruppe habt ihr reingelassen. Nein, die sitzen im Zug auf der Transferstrecke. Seid dankbar, dass ihr auf dem Bahnsteig seid, wo ihr etwas Platz habt. Verstanden. Hört mal alle her. Unsere Aufenthaltsgenehmigung wird noch ausgehandelt. Wir sollen hier warten. Und was ist mit den Kindern? Die müssen sich ausruhen. Wie lange müssen wir warten? Ja, wie lange? Ich kann nicht mehr warten. Ich muss mal Pipi! Ruhe! Die haben uns gesagt, dass wir warten sollen, also warten wir. Wie lange auch immer das dauert. Hier sind wir anscheinend bei einem Auffangbecken für Flüchtlinge. Wie kann das sein? Wir waren unser ganzes Leben im Reich und jetzt sind wir Freaks? Ach, das passiert ständig. Aber warum? Warum wir? Die erhöhen ständig die Normen. Letztes Mal waren es unsere Nachbarn. Dieses Mal sind wir es. Wird nicht mehr lange dauern, bis unser Anführer die Station für sich alleine hat. Aber was machen wir denn jetzt? Leben. Und froh sein, dass unsere Schädel nicht jeden Tag vermessen werden. Oh, ich werde ohnmächtig. Kriege kaum Luft.
Beruhige dich. Atme tief durch. Alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Die haben sich eine Ratte als Haustier gemacht. Naja. Du sagst nichts. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann komm rein. Also, Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Aber okay. Sie verstehen doch, dass wir hier nicht ewig warten können. Also, ich habe die Regeln nicht gemacht, ja? Oh, ein Vorhang. Und ein Eintrag. Lesen wir uns den doch direkt mal durch. Bolschoi. Pavel braucht etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Die Bürger anderer Stationen brauchen eine Erlaubnis, um die rote Linie zu betreten. Der Staat ist in permanenter Vorbereitung auf den Krieg und sieht daher in jedem Außenseiter einen Spion. Also habe ich etwas Zeit, mich im Theater umzusehen. Diese Station ist eine echte Legende in der Metro. Ähnlich wie die Polis, mit dem Unterschied, dass in der Polis viele der Wissenschaftler sind, die überlebt haben. Und das Theater eher als Kulturhauptstadt der Metro betrachtet wird. Sehr schön. Ach, und die züchten Schweine. Das ist doch clever. Künstliche Befruchtung, oder warum legt er sich jetzt da hin? Naja, komischer Typ. Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seelen. Naja, gut. Junger Mann, wie ich sehe, hat dir mein geistreiches Schild gefallen. Oh ja. Diese U-Bahn ist für jeden Platz. Für Mörder, Noten, Tyrannen, Geldwechsler und sogar für Bauern. Alle sind hier willkommen. Selbst lausige Schauspieler. Ich lebe am Theater, wo wir das Miasma des verfallenden Bolschoi-Theaters atmen. Diese Station ist mit den Geistern der Oper überbevölkert. Aber ist hier auch Platz für den besten Kritiker unseres einst so großen Landes? Teufel, nein! Ich sage die Wahrheit und werde mit Beleidigungen und Armut bezahlt. Ich sage, ihr seid eine Schande für den Namen des Bolschois. Und die Antworten, das Bolschoi gehört jetzt uns, uns allein. Die sind immun gegen Kritik. Die ziehen Geld der Kunst vor. Und diese armen Seelen, die durch die ganze Metro reisen, um das ruhmreiche Bolschoi zu sehen, werden für dumm verkauft. Die sagen, dass Kunst nur die Wohlgenährten interessiert. Aber, mein junger Freund, ich sage, dass selbst die Hungrigen Kunst brauchen. Denn über Erhabenes nachzudenken, dämpft den Schmerz des leeren Magens. Doch leider ist wahre Kunst schon seit 20 Jahren verschwunden. Übrig geblieben ist profaner Müll. Und so bleibt mein Hunger bestehen. Würdest du das, was wir verloren haben, vielleicht durch die Spende einer Patrone ehren? Noch eine. So gibt es doch noch Männer, nicht nur Marionetten. Mehr erzählst du mir jetzt. Oh. Erst voll die Geschichte und beim zweiten Mal einfach nur
knapper, kurzer Satz. Ich verabscheue mich selbst. Hier sitzen wir mit Gesang und Festbeleuchtung, während überall um uns herum Strahlung, Tod, Verfall und endloser Krieg herrschen. Tod und Verfall. Genau deshalb brauchen wir das Theater. Ein Gläschen Mondschein und eine Aufführung werden nicht und schenken Sie sich und Ihrem Partner einen. Kann es alles auch ebenso gut enden? Feiere in Zeiten der Not. Wann also trifft unser Gast ein? Der Maskierte mit der Sense. Jeden Moment kann er da sein. Also trink aus. Prost. Maskierte mit der Sense. Kann ich die Musik nicht irgendwie ausmachen? Die ging mir eben schon auf die Nerven. Wow, der Duft hier ist wirklich appetitanregend, Semenova. Mm. Ist das irgendwas Neues? Das Bonzoi, der Pilze mit Pilzsoße. Die Legende der hey, Metro. Nimm deine Finger vom Topf, sonst fängst du dir eine. Einer von diesen Vermessern hatte was für mich übrig. Ein Oberscharführer. Er erzählte mir von deren Normen, von dem Kampf, die Menschheit frei von Mutationen zu machen. Aber in Wirklichkeit haben sie nur die Angehörigen entsorgt. Und? Hast du diesen Irgendwas-Führer abblitzen lassen? Hätte ich mal besser. Das Bonzoi-Theater! Ich habe ihn mal eingeknallt. Ich wurde drei später hergestellt. Er hatte das blaue Auge verdeckt, das ich ihm verpasst hatte. Und er sagte, dass mein Mann nach den neuen Normen Mutant sei. Und dann sagte er, aber seine Strafe hängt von dir ab. Gib mir, was ich will. Sonst hängt er. Was hätte ich denn tun sollen? Warum bist du dann abgehauen? Weil es vorbei war. Als sie meinen Mann entließen, hat er gefragt, warum. Der Oberscharführer sagte es ihm. Mein Mann griff den Mistkerl an. Und die Wache erschossen ihn. Das tut mir leid. Hast du keine Angst, dass sie hinter dir her sind? Nicht bei den Roten hier. Das würden die nicht wagen. Aber jetzt könnte ich mich ebenso gut erhängen. Oh. Tut mir leid, Katja. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Lydia hat es nicht geschafft. Wie? Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf dem Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam auch nur einen Kratzer ab. Aber Lydia stand nicht auf. Seine Maske, sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Verpassen Sie nicht Ihre Chance! Schweden! Sie und Ihre Partner des Glücks. Eine gute Stelle. Wir haben weiße Steine auf das Grab gelegt. Lass sie. Die sagen nichts. Ja, zeig uns welche, die wir kennen. Wow, das ist mal ein Dämon. So gruselig wie ein echter. Ein Dämon. Guck mal, ja, der mit den Flügeln schlägt. An. Nein, Papa sagt, er schlägt mit den Flügeln, wenn er abhebt. Und mein Papa hat schon viele Dämonen gesehen. Wir haben recht, Onkel Misha. Das ist doch ein Dämon, oder? Nun, das ist in Ordnung. Lassen wir es einen Dämon sein. Aber früher gab es mal Vögel, die so aussahen. Vögel? Ist das so etwas wie Dämonen? Nein, sie waren wunderschön. Manche waren groß, aber kleiner als Dämonen. Vögel haben keine Leute angegriffen. Die haben einen morgens nur mit ihren Liedern geweckt. Und was für ein Tier ist das da? Könnte das ein Nosalis sein?
Blase, alle es gibt nicht mehr viele Tickets. Sergei, hat dein Papa dir von Tieren wie dem hier erzählt? Nein, und er war überall. Selbst in der Bibliothek. Sogar im Park. Er hat einmal einen Bären gesehen. Ist das ein Bär, Onkel Mischa? Es ist ein Elefant. So ein Elefant hat diesen Buch schon mal gesehen. Er besorgt mir einen dieser Buch. Könnte gar nicht sein, was von ihnen übrig ist. Mein Papa ist Pilot. Die Elefanten waren groß, haben aber nie angegriffen. Nur wenn man sie provoziert. Mama sagt, er bringt sie morgen mit. Wenn sie wütend waren, sagt, wenn er wiederkommt, wenn ich mich benehme. Das ist doch genau wie ein Rosalix. Er kommt erst später. Papa sagt, wenn ein großer Rosalix anfängt zu reden, dann lass uns zu Natascha gehen und erst mal mit ihr dabei spielen. Sogar seine eigenen Kinder. Gehen wir. Ja, sie könnten verwandt sein. Immerhin gab es Elefanten im Zoo. Was obwohl die jetzt definitiv kleiner sind, wenn es Dinosaurier sind. Die und welche Sorte Vogel ist das? Er kann schon mit solch einer Wahrheit schämen. Sein Kommandant hat gesagt, dass nichts von ihm übrig sei, was man begraben könne. Er bat um Vergebung, dass er ihn hat starren lassen. Tut mir leid. Was hast du jetzt vor? Richtig, das ist ein Schwan. Und warum seid ihr im Stil geblieben? Habt ihr das Buch und diesen Kalender bei Tante Toma gesehen? Oh, ich dachte, das wäre eine Art Mutant. Sieht wie das Bild in dem Buch aus. Aber dieser hier hat sich bewegt. Schaut mal, Jungs. Versucht euch mal vorzustellen, dass es noch immer... Nun... Verpassen na, Sie nicht Ihre Chance. Wer ist das? Schenken Sie sich das und Ihrem Partner einen Moment Spielwachse. Des Glücks. Guck mal, die Kiefer. Nein, das ist eine Ziege. Genau wie auf sind die Hörner giftig? Das sind die Hörner. Und die einen damit greifen? Hast du auch das Licht öffnen damit? Ich habe solche Angst vor Ziegen. Sie sind immer als Spinnwanzen. Und sie haben keine Angst vor Licht. Weißt du, Katja, das ist wirklich eine Ziege. Aber sie ist überhaupt nicht schrecklich. Und sie stößt dich auch nicht grundlos. Wie auch immer. Sie ist ein sehr nützliches Tier. Ihre Milch schmeckt sehr gut. Schmeckt. Onkel Mischa, Katja ist die Einzige, die diese seltsamen Tiere kennt. Zeig uns welche, die wir auch kennen. Sonst ist das nicht fair. Ja, zeig uns welche, die wir kennen. In Ordnung. Das hier werdet ihr erkennen. Wer zuerst? Ich. Das ist ein Schnapper. Schaut euch die Zähne an. Der springt ja, gleich aus einem Loch. Das ist ganz klar ein Schnapper. Tut mir leid, Kinder. Früher konnte ich die Tiere immer gut vormachen, aber ich bin alt geworden. Lasst mich eine Pause machen. Ich probiere es später nochmal. Ich versuche mich daran zu erinnern, wie man sie vormacht, so dass ihr sie auch erkennt. Aha. Eine Woche? Zwei Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Es hat so lange gedauert, das zusammenzusparen. Auf Nimmerwiedersehen. Wenigstens hatte ich zum Schluss etwas Spaß. Was? Du gibst schon auf? Scheiße, wir könnten immer noch stalkern werden, anstatt nur Helfer. Sieh mal, ich habe noch Geld für drei Tage. Die Getränke gehen also auf mich. Granate! Erschwingliche und ernsthafte Feuerkraft! Ja, wir kaufen noch mal kurz ein. Haben wir alle Messer? Nein, die holen wir uns nicht. Wir haben hier so Müllwaffen eingesammelt. Nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Oh, das gibt's echt nicht. Absolut nichts. Na dann, viel Glück. Du bist hier jederzeit willkommen. Holen wir uns doch keine Munition. Ah, was ist denn hier? Jeder hat ein Nein. Recht auf Selbstverteidigung. Schütze dich. Kauf dir eine Waffe. Doch nicht mehr. Fisch, frische Fisch aus Venedig, Fisch, Goldberg, getrocknete Salze. Ist hier ein Fisch ausgesprungen? Ich finde, die sehen auch nicht so gesund aus, vor allem die Kleine hier. Lederjacken und Mütze. Neues Gebot. Hey. Pilze,
Pilze, Pilze. Pilze. Es gibt einfach nichts Besseres. Das Zeug ist klasse. Besseres gibt's nicht. Ich weiß nicht. Es ist verboten. Vielleicht trinke ich lieber was. Du kannst überall trinken. Das hier ist Theater. Da geht alles. Aber hey, ich zwing dich zu nichts. Komm nun nicht in 10 Minuten wieder, wenn du es dir anders überlegt hast. Dann ist es weg. Warte mal, ich muss nachdenken. Denk schneller. Da, guck, da ist schon ein anderer Tourist. Wenn du das nicht kaufst, tut er es bestimmt. Schon gut, ich nehme es. Ha, danke, Mann. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Idioten nie dazu gekriegt, es zu kaufen. Wenn du selbst etwas willst, dann komm am Abend wieder. Ich erwarte eine neue Lieferung. Wie kannst du uns das antrainieren? Ein Tagebucheintrag. Moment. Lesen wir den doch direkt vor. Bolschoi, Eintrag 2. Kein Wunder, das weltberühmte Bolschoi-Theater ist direkt über dieser Station. Es gibt Gerüchte über Untergrundwege von seinem Keller in die Metro. Und das ist der Grund, warum viele der Schauspieler und Bühnenhelfer sich bei der Katastrophe retten konnten. Hier unten in der Station haben sie ein neues Bolschoi gegründet. Es sind die Theatergerüchte, die selbst die fernsten Ecken der Metro erreichen. Und da die bewohnbare Welt dort endet, wo die Metro endet, könnte man sagen, dass das neue Bolschoi auch weltbekannt ist. Manche sagen, es bewahrt sogar die Tradition des großartigen Vorgängers. Man sagt, dass die Erde sich weiterdreht, solange das Bolschoi noch Aufführungen macht. Wie sehr ich mir wünsche, eine solche Aufführung zu sehen. Vielleicht bekomme ich ja endlich meine Chance. Das ist einfach nur gemein, Herr Mark. Ich bin es leid. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mir weggeschickt wurde. Ich will hier durch. Nun, Artyom, ich habe alles arrangiert. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Verletzt? Noch mehr. Du, während du vor ein paar Tagen unter einer Bank am Bahnsteig gesehen wurdest, zeig mir eure Tickets. Deine Frau versteckt hast? Komm schon, mach dich lächerlich. Natürlich. Kommt rein. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Maestro, wenn Sie so nett wären, der kommt auch. Zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden nach solch einem Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotz dem Gott dieser neuen Welt und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Bury, unseren außergewöhnlichen Dokteur mit seinem, Schrecken unserer Stadt. Allez, hopp!
Wo bist du? Komm zurück! Wo? Du dummer Freak, bring dich um! Druckender Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Wo wir gerade von Mutanten reden. Selbst in unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und in der Lage, in jedem, der sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben. Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau. Einen kräftigen Jubel für die Helden von der Messe! Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Es wird Zeit, unserer Show eine lyrische Stimmung zu geben. Wir präsentieren Ihnen das Genie der Kammermusik, den berühmten Akkordeonspieler Kolja Poscharny mit seinem Meisterwerk Mein Herz strebt nach dem Himmel, stößt aber gegen die Decke und fällt wieder herunter. Eine Runde Applaus, bitte! Gleich erklingen. Deine Musik hat ihre Saiten mit so viel Kraft berührt. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt diesseits des Atlantiks bieten zu können. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Feuershow! Einen Applaus, um unsere Darsteller willkommen zu heißen. Bitte! Während der Vorstellung, aber bitte, was macht der Typ da in der Mitte? Der hat doch nur einen Stab. Das ist Kunst? Naja. Und jetzt hält er ihn einfach nur hin? Nee, dafür applaudiere ich nicht. Für die anderen beiden, naja, die haben auch nur so eine Kette, wo was dran ist. Total überwältigend, unglaublich, einfach unglaublich. Wenn du das sagst. Ich bin noch ein kleines bisschen zu heiß. Nur noch wenige Grade mehr und ich wäre verkohlt. Vielen Dank, liebe Freunde, vielen Dank. Aber ich muss sagen, dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer.
Leute, ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Und noch immer geht es weiter, liebes Publikum. Bitte heißen Sie willkommen den Arpeggio-Virtuosen, den Gott des Legato und Dämon des Tremolo. Unseren Lieblingsschüler von Mel Basch und Wladimir Manilov, den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters, Viktor Minchuk mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen! Seele würde geradewegs nach wohin auch immer gehen. Vielen Dank, Viktor. Meine Damen und Herren, ich muss eine Änderung im heutigen Programm ankündigen. Zu unserem großen Bedauern sind unserem Gastmagier für seinen Sägeakt die Damen ausgegangen. Aber keine Sorge. Wir füllen diese Lücke mit Großartigkeit. Ihre volle Aufmerksamkeit bitte, wenn ich Ihnen nun die Geburt einer Legende präsentiere. Das Duett Minchuk und Porcharny mit ihrem instrumentalen Impromptu, das Lied der Lieder. Eine Runde Applaus, um unsere großen Musiker zu erfreuen. Innovation des Jahrhunderts. Unglaublich, völlig unglaublich. Mein linkes Ohr klingelt immer noch. Sie haben gerade die Virtuosen des Moskauer Untergrunds gehört. Das Duo, das bekannt ist als Minchuk und Porcharny. Mein liebes Publikum, dieser trauriger Moment kommt leider immer. Egal, wie oft ich mir wünsche, es wäre nicht so. Aber unsere heutige Show ist zu Ende. Pfui! Sie haben sie ebenso sehr genossen, hol die Mädchen noch mal raus. Ihre Gesellschaft genossen haben. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Maestro, spielen Sie uns etwas Emotionales. Auf Wiedersehen. Adieu. Abschied ist so eine süße Dame. Also das Lied eben, das hat sich, was die beiden gespielt haben, hat sich ein bisschen wie eine Tarantella angehört, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Moment.
muss kurz mal was nachgucken, eine Sekunde.